Sonntagabend. Herzlich willkommen zu Alle Spiele, Alle Tore live auf Teleclub. Heute mit den Partien GC gegen Luzern, Lausanne gegen IB und St. Gallen gegen Zürich. Runde 21, Sonntagabend, ein paar Sekunden nach dem 6. Es ist Zeit für alle Spiele, alle Tore. Ich begrüße Sie hier ganz recht herzlich zu unserem Format am Anschluss von der Raiffeisen Super League Runde. Zu analysieren gibt es einiges, das machen wir mit unserem Fußballexperten, mit dem Zubi. Herzlich willkommen. Gianni, hoi. Drei Spiele warten auf uns hier im Stadion Letzigrund und natürlich auf Sie, die Heime. Wir wollen uns mal anschauen, über welche Partien dass wir heute diskutieren wollen. Das sind GC gegen Luzern, es ist Lausanne gegen die Berner Young Boys und es ist der FC St. Gallen gegen den FC Zürich. Zwei Spiele von dieser 21. Runde sind ja bereits gestern gewesen, nämlich der Sieg von Lugano gegen Sia und der Auswärtssieg vom noch amtierenden Schweizer Meister am FC Basel auswärts im Berner Oberland beim FC Thun. Und damit können wir gerade wunderbar die Überleitung machen zu den Berner Young Boys. Die sind ja eben aufgrund der Tatsache, dass der FCB gestern gewonnen hat, heute richtig gefordert gewesen im Spiel auswärts in Lausanne. Unsere Frau vor Ort, das ist Nathalie Barros. Und Nathalie, da war ja lang nicht sicher gewesen, ob überhaupt Fußball gespielt werden kann. Ist man auf Seite der Berner Young Boys froh gewesen, dass man anspielen konnte? Ja, auf Seite der Berner Young Boys war man sehr froh, dass die Partie heute ausgetragen werden konnte. Sie gewinnen sie nämlich mit 4:1. Und ich möchte meine beiden Gäste begrüßen, der Adi Hütter von der Berner Young Boys, herzlich willkommen. Und der Alain Rochin von Lausanne Sport. Hallo. Adi Hütter, zuerst herzliche Gratulation zum Geburtstag. Ich glaube, das ist ein Geburtstagsgeschenk, diese drei Punkte, das Sie gerne annehmen. Ja, zuerst einmal Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass die Mannschaft nicht nur mir persönlich, sondern natürlich uns allen diesen 4:1-Sieg geschenkt hat. Ich denke, über 90 Minuten gesehen war es ein absolut verdienter Sieg, obwohl es hier in Lausanne immer sehr, sehr schwer ist, weil Lausanne einen guten Fußball spielt. Aber ich denke, dass wir heute hier ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt haben und verdient gewonnen haben. Alain Rochin, was hat es heute gegen die Berner Young Boys so unglaublich schwierig gemacht? Ja, ich glaube, es hat in der Defensive etwas gefehlt und wie in der Offensive leider ein paar gute Situationen, wo nichts gebracht hat. Und schlussendlich 0:2 zur Pause, das war nachher schwierig. Ja, wir schauen uns gerade 1:0 an. In der 31. Minute ist es gefallen. Wunderschön rausgespielt, Adi Hütter. Ja, vor allem sehr schön jetzt hier zu sehen ist, dass Chibri so mit hohem Tempo in 16er geht und den richtigen Zeitpunkt des Abspiels findet und Miralem, der leider zur Pause ausgefallen ist mit einer Schulterverletzung, der bis dahin sicherlich für mich der beste Spieler auf dem Platz war, ein tolles, aber auch ein sehr wichtiges Tor erzielt hat. Hat man da in der Verteidigung bei Lausanne Sport Miralem Souleymani fast ein bisschen vergessen? Der Fokus war ein bisschen sehr auf Guillaume Waron. Ja, ich glaube, es ist schnell auf die Seite gegangen und nachher, wenn du läufst gegen dein eigenes Tor, das ist schwierig, es geht schnell und klar, das war gut gespielt. Und dann hat IBE viel Druck gemacht. In der 39. Minute ist nachher das 2:0 gefallen. Wir schauen uns schnell den Steig an, ein gestrecktes Bein vom Elton Monteiro gegen Nicola Mumi in Gamalö und der Penalty vom Guillaume Waro. Ein Penalty, den man so geben kann, oder Sie schauen ein bisschen... Ja, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das jetzt so sehe, kann man sicherlich auch anders entscheiden. Ich habe nur gehört, dass es einen Kontakt gegeben hat, aber wenn ich das hier sehe, natürlich ist es gestreckter Fuß, aber ich glaube, diesen Elfmeter muss man nicht geben. Ich glaube aber auch, dass das Tor von Guillermo Aro das 1:0 zählen hätte müssen, weil es kein Abseits war, so habe ich es gehört gehabt, aber wie gesagt, das war sicherlich ein glücklicher Helfer für uns. War dann die Rechnung wieder quitt quasi? Vor allem war es ein wichtiges Tor vor der Pause, ja. Und Guillaume Waro hat gesagt, er ist in einer Top-Verfassung. Er ist in Top-Form nach seiner Verletzung. Das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Aber wir schauen uns diese Top-Verfassung von Guillaume Waro an, nämlich in der 66. Minute, wo es 3:0 für IBE gefallen ist. Präzision pur. Ja, aber natürlich, man sieht wieder, dass er Selbstvertrauen hat. Wir brauchen ihn mit seinen Toren. Ich möchte aber auch Sekou Sanogo in Lobau sprechen, der immer wieder jetzt diese Bälle auch in die Tiefe spielt. Und war natürlich dann ein überragender Abschluss.
und sicherlich die Vorentscheidung in diesem Spiel. Wieso hat Lausanne wieder so spät in die Partie gefunden? Es war auch schon in der ersten Partie nach der Winterpause gegen Luzern der Fall. Ja, wir probieren von Anfang an. Auch IB, ich glaube, hat Österreich aber schwer gemacht. Und wir haben ein paar gute Momente gehabt, wo ein Tor kassiert gehabt trotzdem. Und das hat weh getan. Und es braucht immer ein bisschen Zeit zum Verdauen. Und wir haben nie nach der 3-0 wir haben ein bisschen lockerer gespielt, wir haben immer noch probiert, aber leider 0-3, es war schon entschieden. Ja, Sie haben die guten Momente angesprochen. So einen wollen wir uns noch anschauen, und zwar in der 73. Minute, wo Lausanne Sport 1-3 gemacht hat, durch Andi Zekiri. Da hat Ibe aber den Sack schon fast ein bisschen zugemacht, oder? Alain Rocher. Ja, das ist schön gespielt, aber klar, ich weiß nicht, das war der 70. oder 73. Ja. Ja. Es hat eine kleine Hoffnung gegeben, aber haben wir probiert, haben wir ein oder zwei andere gute Situationen gehabt, aber ja, wie gesagt, das war schwierig. Ja, und in der 92. Minute hat Ibe den Sack definitiv zugemacht. Durch das 4-1, durch Nicolas Moumi und Gamalö. War das die Revanche vom Oktober, als Gonzalo Zárate auch in der Nachspielzeit noch das Siegestor geschossen hat? Das ist jetzt, glaube ich, fast 5 Monate her. Wir haben hier dazu mal meiner Meinung nach sehr unverdient verloren, weil wir ein Topspiel gemacht haben und in der letzten Minute nach einem Einwurf einfach auch in der Mitte geschlafen haben und dann sehr unglücklich verloren haben. Heute denke ich, dass wir verdient gewonnen haben. Ich möchte aber trotzdem auch Lausanne ein Kompliment aussprechen, die immer wieder versuchen, hier Fußball zu spielen. Das Terrain war ja nicht gerade einfach, muss man auch dazu sagen. Allen Akteuren auf dem Platz muss man Kompliment aussprechen, wie sie hier marschiert sind über 90 Minuten. Und ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir am Ende des Tages diese 3 Punkte hier aus der Pontes mitnehmen. Der Abstand auf Basel beträgt wieder 5 Punkte. Mit was für Gefühlen beenden Sie Ihren Geburtstag? Mit Freude in erster Linie, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben, weil wir gewonnen haben und dass wir wieder 5 Punkte vorne sind. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das Derby nächstes Wochenende in Bern gegen den FC Thun. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön und einen schönen Geburtstag. Dankeschön. Ja, die Berner Young Boys, die beenden die Partie hier auf der Pontes mit 4-1 und haben sich also revanchiert nach dieser Partie im Oktober, wo sie ohne Punkte zurück auf Bern sind gegangen. Das ist also doch einmal ein grosses, dickes Ausrufezeichen, das die Berner Young Boys da am heutigen Sonntag hinterlassen haben. Mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich auch in Richtung FC Basel. Also die 5 Punkte sind wieder Tatsache zwischen den beiden Mannschaften, die im Kampf um den Meistertitel sind. Das nächste Duell, das wir abhandeln wollen, ist ein Duell. Und wenn man es eigentlich ganz genau möchte, das Spitzenspiel von dieser 21. Runde. Es sind nämlich die Mannschaften auf Platz 3 und 4 gewesen vor dem Wochenende, die gegeneinander gespielt haben. Der FC Zürich, der zu Gast war im Kibun Park beim Mevion Heim. Also nicht unbedingt beim Mevion Heim zu Gast, sondern mehr beim FC St. Gallen. Für wer ist denn heute ein freudiger Sonntagnachmittag geworden, Mevion? Am Schluss für FCZ, auch wenn das zur Pause überhaupt nicht so aussieht. Dort hat nämlich der FC St. Gallen noch mit 1-0 geführt. Aber eben, es hat doch noch das eine oder andere Goal gegeben in der zweiten Halbzeit und eben auch ein Debüt. Und ich möchte den 1-Debütant begrüßen bei mir. Das ist der Fabian Rohner, der das Goal geschossen hat zum 1-1. Und auf der anderen Seite vom Nicola Lüchinger, er, der die Vorlage hat zum 1-0 vom FC St. Gallen. Und ich möchte zuerst zum FC St. Gallen kommen, Nicola Lüchinger. Wo ist das Spiel dann verloren gegangen? In der zweiten Halbzeit, ab der 60. Was würdet ihr sagen? Ja, gut, ist es so. Wir gehen die Führung, die erste Hälfte, klar verdient. Hat das ganze Stadion so gesehen. Und nachher kommen wir den Ausgleich über. Sehr glücklich, würde ich sagen, weil wir sind vorne gepresst und sind sie irgendwie durchgekommen. 1-1. Und dort haben wir uns ein bisschen hängen lassen, was nicht darf sein, aber es war leider so. Und dann hat Zürich am Schluss noch mal ein Goal können machen und wir nicht mehr reagieren. Ja. Es ist für den FC St. Gallen, eben, wie der Nicola Lüchinger sagt, in der ersten Halbzeit eine sehr gute Partie gewesen. Aber der erste, sagen wir mal, Kracher hat der Michi Frey vom FCZ gelandet in der 6. Minute. Fabian Rohner, ihr habt den von der Bank aus gesehen. Das ist eine ganz enge Angelegenheit, der Pfostenschuss dort. Ja, auf jeden Fall. So, dort ist noch 0-0 gestanden und das wäre 1-0 gewesen. Wäre sicher ein wichtiges Goal gewesen, ist leider nicht reingegangen. Nachher geht dann St. Gallen in Führung, umso blöder.
Das war aber wunderschön ausgespielt, die Führung vom FC St. Gallen. Wir können es uns anschauen in der 43. Minute. Ihr seht am Schluss dann auch noch der Marco Arattore hinten im Rücken von der Abwehr. Wie seht ihr es? Ich bin schon mal einen Ball durchgekommen. Ich sehe am Arattore seine roten Schuhe. Ich versuche genau auf den Elfmeterpunkt zu schiessen. Und er war dort. Ja, schönes Goal, schön rausgespielt. Aber am Schluss hat es gleich nicht ganz gelangt mit dir. Man sagt ja immer, die Goals sind recht wichtig vor der Pause. Oder? Es ist ja mental nicht ganz einfach zu verkraften. Was ist in der Kabine abgegangen beim FCZ in der Pause? Ja, wir sind eigentlich recht ruhig geblieben. Wir haben gewusst, wir haben die Chancen. Wir haben auch in der ersten Halbzeit gute Chancen gehabt. Wir werden auch sicher in der zweiten wieder dazukommen. Wir haben immer an uns geglaubt. Und so sind wir auch wieder auf den Platz gegangen in der zweiten Halbzeit. Und dann kommt der grosse Moment von euch. Man darf das wirklich sagen. 4 Superleague-Spiele mit dem von heute hat er Fang in den Beinen. Und dann in der 66. Minute mit einem wunderbaren Goal. Am besten muss man natürlich auch hier noch ein paar Module loben, die sich da sehr schön durchsetzt. Aber dann müsst ihr schnell am besten selber beschreiben, was da genau abgegangen ist. Ja, eben genau. Der Pamodou kommt sehr gut durch. Der Böller kommt runter zum Dwamena. Er leitet sie zurück und ich komme zum Böller. Mit dem schwächeren Fuß haue ich ihn unter die Latte. Schönes Goal, Traumgoal. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den noch mal so würde zu treffen? Ja, ich glaube recht klein, vor allem mit dem linken Fuß. Und das Goal, also der Zeitpunkt von diesem Goal, Nicola Leuchinger, ist so ein bisschen unglücklich. Oder? Zürich ist eigentlich aus der Pause gekommen und ihr habt nach wie vor das Spiel gemacht bis zur 60. Minute. Und darum ist das Goal so ein bisschen wie aus dem Nichts gekommen, oder? Ja, sehr aus dem Nichts. Man sieht, ich bin hier im Zweikampf wieder Pamodou. Da müsste ihn einfach richtig fällen, so schön gesehen, aber er hat nicht ganz gelangt. Und nachher hat das Goal sein Lauf gegangen. Spiel. Gratuliere am FC Zürich, ganz schönes Goal mit dem linken Fuß, muss man schon sagen. Und ja, schlussendlich nimmt jetzt Zürich die 3 Punkte mit. Wir müssen vorwärts schauen und auswärts in Basel, da ist immer etwas möglich. Ja. Das hat der FC Lugano ja unter anderem so, auch gezeigt. Ja. Es gibt aber noch 2 Chancen. Der Michi Frey ist es noch einmal gewesen. Dort war es der Dejan Stojanovic, der einen Ausflug gemacht hat, der fast ins Augewehr gegangen ist. Es war so ein bisschen wie im Golf gewesen. Man hat den Ball dann ewig hinten nachgeschaut. Geht er ins Goal oder geht er nicht ins Goal, Fabian? Ja, ich habe die ganze Zeit gehofft, er ist so langsam rein. Also leider eben nicht reingegangen, aber so langsam gelaufen, der Bülle. Ich habe gehofft, dass er reingeht. Leider ist er dann knapp daneben. Das wäre dann das 3-1 gewesen und dort haben wir den Sack zugemacht. Das 3-1, das wäre ja eigentlich der eben, es wäre das 2-1 gewesen. Müssen wir Jetzt hat er mich schnell selber verwirrt, aber es wäre das 2-1. Ja, 2-1 ist er dann gekommen. In der 77. Minute Nicola Leuchinger bei diesem Eckball, der da gekommen ist. Was hat nicht ganz gepasst? Der Paulson legt ihn nochmal rein und es ist ja nicht enorm eng. Es ist eine Fußspitze, die entscheidet vom Raphael Dwamena. Ja, ich bin vorne dran gestanden, ich habe es gerne genau gesehen. Wir verlieren hier 2 Duelle. Ich wollte nicht erst verlieren und Zürich war etwas reifer, etwas schneller und haben so ein Goal können machen. Ja, tut richtig weh, wenn man da die Bilder sieht. Wir sagen es, oder? Es ist ja eigentlich gut in die Partie gekommen. Man hat das 1-0 gehabt, man hat viele Zuschauer gehabt, die wirklich auch mitgegangen sind. Und man hat ja auch von der Führung gehört, oder? Dass das Spiel so ein bisschen zeigen muss, wie konkurrenzfähig man ist. Man müsste jetzt eigentlich böse gesagt sagen, an dem gemessen ist man eben doch nicht ganz konkurrenzfähig für die europäischen Plätze. Wie seht ihr es? Ja, am Schluss zählt immer das Resultat. Heute haben wir verloren, aber nichtsdestotrotz haben wir eine gute Leistung gezogen. Ja, gutes Publikum gehabt heute. Tut richtig weh, wie ich schon vorher gesehen habe, aber man muss immer vorwärts schauen. Und wenn wir den Basel hinter uns haben, dann haben wir die vermeintlichen einfachen Spiele und dort müssen wir dann schauen, wo wir wirklich stehen. Ja. Merci vielmals für die Einschätzung, Nicola Leuchinger, dass ihr auch nach der Niederlage noch gekommen und genießt euch das wunderbare Go und der Sieg. Danke vielmals, Fabian Ronne. Merci vielmals. Ja, damit, Gianni, gebe ich gerne zurück zu dir. Der FCZ findet also zum Siegen zurück. Das nach 3 Niederlagen in Folge. Und für den FC St. Gallen gibt es zum Auftakt ins neue Fußballjahr also 2 Niederlagen in Folge. Und 2 Siege in Folge hat für den FC Luzern nach dem Erfolg letzte Woche gegen Lausanne. Gönnt man heute auch im letzten Grund. Und wir begrüßen den Sieger, einen strahlenden Sieger bei uns, der Christian Schneuli. Herzliche Gratulation zu dem Erfolg. Jetzt müssen Sie uns mal verraten, was ist mit dem FC Luzern passiert in dieser Phase zwischen Ende Dezember und dem Start des neuen Fußballjahr im Februar. 2 Spiele, 2 Siege und vor allem die Art und Weise, wie Sie und Ihre Mannschaft die Spiele gewinnen. Müssen Sie uns erklären. Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu erklären. Jerry bringt sicher neue Drive rein.
hat einen klaren Plan vor sich und kann so klar rüberbringen. Und bis jetzt geht er sehr gut auf. Bis jetzt geht es ausgezeichnet aus. Und das, obwohl die Grasshoppers in dieser Partie in Führung gegangen sind. Wir schauen uns die Highlights an aus dem Spiel GC gegen den FC Luzern. Numa Lange, 20. Minute, das zweitschönste Goal am heutigen Abend. Ja, das zweitschönste kann man sagen. Da geht es noch gut im Vorwärtsdrang. Da hat es eigentlich IBE unter Kontrolle gehabt. Gut reingespielt und der Lavaschi mit einem wunderbaren Abschluss. In dieser Situation hat man gesehen, dass GC das wunderbares Goal war, von hinten rausgespielt. Direkt gespielt auch der Kapitsch auf den Lika. Und der Lika da, der sich durchsetzt gegen den Schulz. Und da hat man ein bisschen gefehlt. Der Schulz könnte vielleicht den Ball blocken. Und dann kommt ein bisschen Sport und in der Mitte der Lavaschi, der sein zweites Goal schiesst. Das war eine gute Anfangsphase von GC. Und da hatten die von Luzern noch ein bisschen Mühe, euer Pressing, euer offensives Spiel zu zeigen. Sind Sie auch ein Stückchen überrascht, dass GC mit den Mitteln vom FC Luzern gegen Sie selber spielt? Das ist ja genau das, was Sie gegen Lausanne gemacht haben, das, was GC in der Startphase von dem Spiel gegen euch gemacht hat. Der Cherry hat uns sehr gut eingestellt, beide Systeme, wo sie hätten können spielen. Und von dem her sind wir nicht überrascht gewesen. Aber wir hatten Mühe mit dem Ball. Wir sind zu schnell hergeschenkt, zu viel direkt gespielt und lange Ball gespielt. Und es kam kein Spielfluss in Gang gekommen. Aber schlussendlich hätten wir in der ersten Halbzeit schon können, das eine oder andere Goal schiessen. Ganz genau, das war der Heinz Lindner, der dort das ein oder andere Mal noch mirakulös pariert hat. Und dann ist irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. In der zweiten Halbzeit hat man können reagieren. Und in der 80. Minute war Tomi Juric mit dem 1:1. Ja, gut, das war natürlich eine Sache, eine Flanke von Christian Schneuli hier reingezogen und einen schönen Abgleit auf den Juric. Man sieht es hier. Aber wenn man das anschaut, dann frage ich mich schon, was war mit der Verteidigung? 4-2. 2 GC-Verteidiger gegen 4 von Luzern. Im Stand von 1-0 für GC. Also da verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich sicher der Murat Yakin, der wird noch mehr graue Haare bekommen, wenn er diese Szene sieht. Wirklich. Und auf der anderen Seite, Sie haben gerade nickend anerkannt, wo Zubi das gesagt hat. Sind Sie auch ein bisschen verschrocken, als Sie gesehen haben, dass in der Mitte eigentlich nur Gelbe stehen und keine Weiße? Ja, wirklich. Darum habe ich auch die Flanke reingespielt. Und vor allem gesehen, plötzlich kommt der Janik vorne. Ich dachte, was macht er noch dort? Aber ja, es war gut, dass er dort war. Und legt sich gut ab auf den Tommy. Und dann habe ich vorher gesagt, das ist das zweitschönste Goal am heutigen Abend. Das schönste haben Sie nämlich geschossen. 83. Minute. Und ich weiss, Sie sind ein begeisterter Golfspieler. Kann man das mit einem Hole-in-One vergleichen? Ja, ich glaube, ein Hole-in-One wäre noch fast ein bisschen schöner, wie es selten vorkommt. Aber ja, ich treffe ihn super und noch ein Glück, dass er überhaupt bei mir bleibt. Aber ich denke, bei diesem Spielstand muss man mal probieren. Und, ja. Und das mit dem linken Fuß? Das mit dem linken Fuß. Also, das ist eigentlich nur für Golfbälle zum Einsammeln brauchen. Können wir das in der Statistik anpassen? Können wir sie von rechts auf links Füßler machen jetzt? Ja, wie du willst. Ja. Also, und spannend an dieser ganzen Geschichte ist eben, es war nicht das erste Goal gewesen. Sie haben letzte Woche schon getroffen, Sie haben in den letzten 4 Spielen 3 Goal geschossen und vorher ein Jahr lang kein Goal geschossen. Vielleicht können Sie uns noch einen Einblick geben, was ist bei Ihnen passiert? Hat das mit der Vertragsverlängerung zu tun? Gibt es irgendeinen Grund, wo Sie jetzt festlegen können, darum läuft es mir eben auch mit dem Goalschuss? Oder hat es mit der Position zu tun? Ja, sicher auch wegen der Position. Ich spiele ein bisschen weiter vorne und ein bisschen zentraler. Und das behagt mir. Habe ich bei Thun sehr viel gespielt und viele Scorepunkte können sammeln. Und ja, das ist meine Position offensiv, wo ich sicher meine Kreativität ausspielen kann. Jetzt hat vorher im Interview Ihr Trainer gesagt, wir schauen nicht nach oben, wir schauen nicht nach oben, wir schauen Spiel für Spiel. Aber die Tendenz ist ja jetzt schon eher steigend. Also man schaut vielleicht schon eher mal auf, oder wie handhaben Sie das? Nein, der Cherry sagt das ganz genau richtig. Weil es bringt nichts, wenn wir jetzt zweimal gewinnen und die nächsten 7 Spiele verlieren wir wieder, sind wir wieder gleich weiter. Und von dem her dürfen wir den Kopf jetzt nicht verlieren, dürfen wir den Sieg sicher geniessen. Aber es gibt weiter Gas geben, weil nächste Woche sind wir schon wieder da. Und da haben Sie ja gute Erinnerungen, zuletzt auch 2:2 gewonnen. Ich glaube, dort haben Sie auch das Goal geschossen, ist das richtig? Ja, genau. Also, da sind wir gespannt auf den nächsten Auftritt. Danke vielmals, dass Sie noch bei uns im Studio waren, Christian Schneuli. Also ein strahlender Sieger auf Seite vom FC Luzern. Wir wollen natürlich auch noch den Mann hören, der vielleicht das eine oder andere graue Haar mehr bekommen hat, wie es Zubi vorher gesagt hat, nämlich der Murat Yakin. Murat Yakin wunderbar in die Partie gestartet, auch mit 1:0 in Führung gegangen. Am Schluss steht man aber als Verlierer da. Wie sieht es in Ihrer Gefühlswelt aus? Ja, wenn du spielbestimmend bist und die erste Halbzeit halt, nur mit 1:0 führst, dann ist klar. Auch die zweite Halbzeit gut gestartet, gut im Spiel gewesen. Ich glaube, doch
ein paar gute Szenen gehabt, wenn 10 Minuten vor Schluss einen Doppelschlag so zwei Goal bekommst. Und vorher hat sehr viel Aufwand betrieben und sehr viel fürs Spiel gemacht. Dann ist es sehr bitter, wenn du so verlierst. Ja. Das eben innerhalb von 2,5 Minuten, wo der FC Luzern das Spiel hat können drehen. Ja, es war schon nicht einmal zwingend. Gerade das erste Gegengoal, wenn ein langer Ball in 16er. Das hätte man natürlich mit unseren kopfballstarken Spielern die Situation klären können. Aber ja, so ist der Fußball. Aus Fehlern haben wir können profitieren, aber aus einem Fehler sind wir auch wieder in den Gleichstand geraten, der nicht optimal war, nicht gut verteidigt. Und das war sicher nicht optimal in den letzten 10 Minuten. Was Sie persönlich sich als positiv mitnehmen können, dass Sie Ihr Team hervorragend eingestellt haben? Weil das hat am Anfang wunderbar funktioniert. Ja, das hat man natürlich gesehen. Das sollte ja so sein. Aber eben, am Schluss ein Goal weniger machst oder dann noch verlierst, macht es extrem weh für den Aufwand. Meine Spieler sind sehr motiviert und haben alles umgesetzt, was wir vorgehabt haben. Leider hat sicher das zweite Goal gefehlt, wo wir auch etliche Möglichkeiten hatten. Aber nein, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen das positiv anschauen, auch wenn jetzt die Niederlage schmerzt. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja. Besten Dank. Also eine Niederlage, die schmerzt und die Fehler, die Murat Yakin angesprochen hat, die fuchsen dermaßen. Du kennst ihn noch viel besser als wir alle. Du hast das Interview gesehen und sind dir ein paar Gedanken durch den Kopf, Zubi? Ja, das wird ihn grausam nerven. Also, auch wenn er sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Es geht, ist auf einem guten Weg, das stimmt schon. Aber die Niederlage heute hier, die tut weh. Und die nervt ihn grausam. Vor allem, wenn man sieht, Verteidigungsarbeit bei diesen 2 Gegengol. Also, dann schauen wir uns die Übersicht an, machen ein bisschen Buchhaltung an dieser Stelle. Schauen uns die Rundenübersicht und die Tabellen an, starten mit dem Resultat von dieser 21. Runde. Lugano gegen Sion 1-0, Thun gegen den FCB 0-2. GC verliert die Heim gegen Luzern, das sind jetzt die Spiele von heute 1-2. Lausanne verliert gegen die Berner Young Boys 1-4. Und der FC St. Gallen verliert gegen den FCZ 1-2. Heute war also der Tag der Auswärtsmannschaften in der Raiffeisen Super League. Und im Moment ist es vor allem die Raiffeisen Super League von den Berner Young Boys. 5 Punkte Vorsprung wieder auf den FC Basel. Dann 10 Punkte Unterschied, dann kommt der FC Zürich, der seine Position auf Platz 3 hat können halten. Einen Gump aufgemacht hat der FC Lugano dank dem Sieg gestern gegen den FC Sion. Aber es ist nach wie vor alles sehr eng. GC und St. Gallen gleich auf. Luzern, die haben mittlerweile 9 Punkte Vorsprung aufs Tabellenschlusslicht auf den FC Sion und sind eben auch schon 7 Punkte auf den FC Thun. Also die Walliser, die sind in einem richtigen Schlamassel drin, da müssen unbedingt Resultate an. Und jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Mitteilung für Sie zuhause, für alle Verliebten im Land. Leider fällt am Mittwoch das Valentins-Candlelight-Dinner sprichwörtlich ins Wasser. Und das aus einem guten Grund. Am Mittwochabend ist nämlich Champions League. Und das sind nicht einfach irgendwelche Match Porto gegen Liverpool. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und nachher haben wir noch Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Man will man noch mehr. Man will noch mehr. Das mit der Frau zusammen zu schauen. Ganz genau. Das hätte ich jetzt eben auch gesagt. Also am besten hat man die richtige Heiraten, die dann mit einem Mittwochabend ein bisschen Fussball läuft. Absolut, da sieht man es dann. Genau, das, dort merkt man es dann, ob alles gut gegangen ist. Also wir hoffen, dass Sie natürlich zuhause die richtige Wahl getroffen haben. Und die richtige Wahl am Mittwochabend ist dann eben Teleclub. Um 8:30 startet das ganze Programm für die Champions League. Und jetzt dann in Kürze natürlich noch unsere Sendung Heimspiel. Claudia Lesser begrüßt Sie dann zusammen mit dem Marcel Reif und dem Rolf Ringer, der Davide Mariani und der Ugo Morselli, zwei Vertreter aus dem Tessin, sind auf Volkertswil gereist. Da wird natürlich ausführlich über den FC Lugano geredet, der ja jetzt langsam aber sicher in der Tabelle ein bisschen aufklettert. Das war noch nicht der letzte Hinweis. Einen habe ich noch. Morgen Schaffhausen gegen Servet, unser Brack.ch Challenge League Live-Spiel. Der Markus Frey und der Yassin Mikari, der verletzte Spieler vom FC Schaffhausen, die sind dann morgen bei uns im Studio. Da sicherlich auch ein Leckerbissen. So, und an dieser Stelle, Zubi, herzlichen Dank. Wir cool, uns, Sie, hat mir auch sehr viel Spass gemacht. Wir gehen uns vorbereiten auf den Mittwoch. Wir da noch vielleicht das ein oder andere Gespräch mit unseren Frauen führen. Das machen wir an diesem Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Ade miteinander.